Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Gut, besser als in Austin. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Ja. Neue Steuerelektronik zum allerersten Mal. Hülkenberg hat eher so ein freies Training wie wir in Austin erlebt. War jetzt nicht so prickelnd. Unseres war, ja, in Ordnung. Bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Qualifying aus Mexiko-Stadt. Nur mal kurz der Vollständigkeit halber, ja, Claire, bitte kurz warten. Erstmal die wichtigen Dinge. Auch wenn Hülkenberg noch keine so gute Zeit gefahren ist. Hülkenbergs Bestzeit auf den Rosas 1:15.733. Unsere Bestzeit auf den Rosas 1:14.894. Unsere Bestzeit auf den Lilanen ist schon interessanter. 1:16.304 und bei Hülkenberg auf Lila 1:16.485. So, was war, Claire? Achso, ja, du wirst wieder deine Abteilung, unsere Abteilung voranbringen. Wir führen Belastungstest einiger Komponenten durch. Es sieht alles sehr vielversprechend aus. Es ist wichtig, dass wir so viel Zeit wie möglich auf der Strecke haben, um wichtige Daten zu sammeln. Wir haben viel in unser Aero-Paket investiert, das habe ich ausprobiert. Ich kann einfach nicht genug vom Schnurren des Motors bekommen. Wobei ich hätte noch viel mehr fahren können. Sie waren im Training unheimlich schnell. Schnell. Würden Sie sagen, dass Sie sich hinterm Steuer ziemlich wohlfühlen? Wohlfühlen. Ja, ich weiß, dass ich dem Wagen alles abverlangen kann und dass er es verträgt. Ich fühle mich fantastisch. Mit diesem Motor kann niemand mithalten. Das stimmt allerdings. Aber Hülkenberg war auch nicht auf der 1 auf dem Leistungsdatenblatt und ich ja auch nicht. Der Wagen fährt auf dieser Strecke wie eine 1. Unser Aeropaket ist der Hammer. Der Wagen klebt geradezu auf der Fahrbahn. Das Autochen. Klasse, das war dann alles. Da hocken drei in der Kabine. Teile werden gewechselt, etwas frischere. Und ich werde dann hoffentlich auf den lila Reifen von Q2 in Q3 kommen. In der letzten Saison sind wir auch lila gefahren bis Runde 18 und dann auf Rot das Rennen beendet. 1367 Ressourcenpunkte. Drei Nachrichten. Viel Glück da draußen. Das Auto in einem Stück ins Ziel und am besten von Nico. Regnen soll es im Qualifying nicht. Wie viele habe ich jetzt eigentlich abgeschlossen? 6, ja. Alle. War ja kein Rotes dabei. Nur abschließen, nicht auf Lila. Und das ist dann wiederum ein schweres Ziel. Einmal die Pole holen, gut, soll mit unserem Wagen auch möglich sein. Das ist dann wiederum ein anderes mögliches, schweres Ziel. Aber nun gut. Willkommen zurück auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez, wo in wenigen Minuten das Qualifying beginnt. Und während wir hier bereit sind und auf den Start eines hoffentlich spannenden Qualifyings warten, Stefan Römer, warum verrätst du uns nicht, was ein Fahrer tun kann, um in dieser einen Session das meiste aus seinem Auto herauszuholen? Naja, man ist natürlich durch die Parkfermehrregeln schon weitgehend eingeschränkt. In früheren Zeiten, vor dem Jahr 2004, konnte man in den freien Trainingssessions je ein Qualifying-Setup und ein Renn-Setup ausarbeiten und diese dann nach dem Qualifying wechseln. Das Rennauto war also bisweilen im Gegensatz zum Qualifying-Auto sehr unterschiedlich. Heutzutage muss man allerdings einen Kompromiss finden, der für beide Events passt. Während der Session gibt es nur ein paar wenige Dinge, die du anpassen kannst. Etwa das Differential, Bremskraftverteilung und Frontflügelwinkel. Aber das war's dann auch schon. Es geht also eher darum, das Vorhandene zu optimieren und den eigenen Fahrstil bestmöglich an die Streckenbedingungen anzupassen. Unsere Nase war schon mal schmutziger im Qualifying bei dieser Einstellung. Heute war sie, ja, schon sauber. Kann Hülkenberg, der auch schon gezeigt wurde, heute die Pole einfahren? Es wäre sehr wichtig für ihn, denn er darf keinesfalls hinter uns ins Ziel kommen und wir dürfen bestenfalls nicht Zweiter werden. Er muss 10 Punkte mehr holen als wir. Das Autochen. 15 Kilogramm werden ausreichen. Ist eine recht kurze Strecke unter 1,20, sogar eher an 1,10 dran als an 1,20. 7,3 genau. Und Fahrzeughöhe auf 8,9 angepasst, nach zuvor 7,8 und in der letzten Saison 11,11.
Einer fährt schon, der Harianto. Nee, Brandon Hartley. Dann tun wir jetzt selbiges, rausfahren. Los! Hurtig! Ganz schön düster, aber es soll ja bewölkt sein. So, jetzt werde ich den Wagen beim Lenken wieder überdrehen mit der Vorderachse. Und in Q2 schaue ich mal, wie das mit nur Schnellfahren als Vergleich ist. Also ich muss mir zwingend die Temperaturen merken. Oder ich muss halt einfach nach dem Qualifying dann in der fertigen Folge nachschauen, wie die Temperaturen waren. Hinter uns ist ein Force India. Jeff, sei leise. Okay, geht in Ordnung. Wobei, es könnte ja regnen. Wobei, es sind ja gar nicht dieselben Reifen, da müsste ich ja eher in Q3 gucken. Weil jetzt fahre ich rosa und dann in Q2 lila und dann fahre ich halt wieder rosa in Q3. Wetterbericht. Aber keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Nicht, dass da Hintermann uns noch abschießt. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Was macht er denn an dieser Stelle? Ich habe doch hier nicht gebremst. Warum? Dann gibt uns noch einen Check und bam, dann knallt das. Also, wäre ich hier rüber gefahren, in ihn rein, weil er neben uns war, hätte ich es verstanden. Aber hier war ich ja auf Vollgas und der hat uns wieder so blöd geschnitten. Blöder Arsch. Diese KI ist nicht neu, dennoch nervig. So, wir kommen gerade so mit einem weißen Balken aus. Habe ich im Training zum Glück noch gesehen. Ja, Temperaturen jetzt. Ich werde es trotzdem mal mit Q3 vergleichen. 90 Grad waren es auf der Vorderachse. Aus der Box kommt keiner. Etwas zu spät gebremst. Vierten Gang mal geblieben. Hier auch wieder später gebremst, aber diesmal war das sogar ziemlich gut, hat genau gepasst. Jetzt bin ich aber zu schnell. Mehr rausnehmen. Wenn der Ausgang nicht in die Hose geht. Ja, der Wagen fühlt sich schon viel schneller an als noch im freien Training. Frische Teile und sowieso alles auf Maximum gedreht. Gut, das hatten wir im Training auch schon. Aber mit dem Wagen geht ja einiges. Eine 1.13er sollte schon irgendwie drin sein, denke ich. Oh Gott, zwei da außen. Und weg mit dem Baller. Wir sind mit einer 1.15er unterwegs. Und die 2 wird hoffentlich besser. Etwas eher gebremst das letzte Runde, deswegen der Zeitrückstand. Zehntischen Vorlauf. Nicht die ganze Zeit im Modus 5 fahren mit dem Strom. Wir sind jetzt schon bei unter 50%. Ganz schön stromfressend, Mexiko. Scheiße. Hatten wir gerade eine halbe Sekunde Vorlauf. Hier auch blöd reingekommen. Mist. Nee, der Poller steht ja schon wieder, oder? Stehen da normalerweise zwei.
Naja, aber da geht noch viel mehr. Böse hungrig, diese Strecke. Was den Strom angeht. Naja, lange gerade. Jetzt bin ich wieder nicht so gut hier durch die Kurven gekommen. Anderthalb Zehn Leugstand. Zentrum von auf. 2000, scheiße. Der Pala steht auch noch. Nochmal eine halbe Sekunde schneller, aber ich muss jetzt mal Strom aufladen. Das werde ich jetzt mal nutzen. Diese Runde werde ich weiterhin schnell fahren, aber eben mit entsprechenden Modi. Da ist mir Vierter, eine 14er noch. Hülkenberg 14,6. Ja, ein Q3, eine 1,13er. Ist das drin? Schauen wir mal. Den Hintermann müsste ich vielleicht gar nicht vorbeilassen, weil ich jetzt eh auf Anschlag fahre. So, nochmal groß hier, ja, Stromtanken mit dem Anbremsen. Schnell umschalten. Jetzt schnell fahren, damit der Hintermann nicht behindert wird. Sogar noch Windschatten, wenn er die Runde jetzt noch fahren möchte. Wenn das mal nichts ist. Oh. Bleib ja doch weg. Die Antwort hat mir gefallen. Hier bin ich jetzt zu weit in. Vorlauf. Jetzt komme ich zu weit nach außen. Und Rückstand. Mist, 2000. Hier habe ich vorhin viel verloren. Weit ausgeholt. Noch eine Runde. Da fiel es nicht vom weißen Balken übrig, das passt gerade so. Passt. Bin ich sehr mit zufrieden. 13. Vorlauf sprechen dafür. Sogar absolute Beste im ersten Sektor. Dann mal fortfahren das Ganze. Und wieder 2000. Rückstand, toll. Sind die erstes besser. Zu spät rein.
Gut, lass mal das sein. In der Zeit sollten wir weiterkommen, aber bin da noch nicht zufrieden mit. Mit den schnellsten Reifen gerade noch Vierter. Mist. Mittelsektor ist unser Sektor. Zwei Zehntel hinter Hülkenberg. Wir haben gerade mal so unsere Trainingszeit geschlagen, ne? 1.14.8 ist gleich und dahinter, muss ich mal kurz vergleichen, Moment, ja. 8.94, jetzt niedriger. Okay, dann muss ich noch anpacken. 19.4 im letzten Sektor, schaut mal auf Vettel oder Hülkenberg, die ist ja nicht weit auseinander. Im ersten Sektor, da fehlt mir die Zeit noch, um auf der 1 zu stehen. Ich habe die ja schon rausgefahren, aber ich habe das in der letzten Runde nicht beendet. Nach hinten aber auch nicht viel Platz. Gut, die Reifen sind die lilanen dann 0,56 Sekunden langsamer, aber wir müssen Zehnter werden. Uiuiui. Ich hoffe mal nicht, dass das in die Hose geht. Die ersten drei werden wohl nicht die drei Deutschen sein. Also in Q1 nicht, dann müsste Perez irgendwie die Zeit noch aberkannt bekommen. Verstappen ist noch da vorne, ja, und wie auf der 5. 1, 3 und 5. Die ersten ungeraden Plätze gehören gerade den Deutschen. Hülkenberg auf einmal eine 14-3. Wir sind Sechster. Wenn wir jetzt nochmal die lilanen Reifen draufrechnen, sind wir raus. Ich muss schneller als 14.8 fahren mit den härteren Reifen. Bin ich ja mal gespannt, ob mir die Reifen besser liegen. Ungültig, Pierre Gasly und Ricciardo und auch Kimi. Streckenbegrenzung überschritten, Kurve abgekürzt, Kurve abgekürzt. Das würde ich ja ganz gerne nochmal sehen. Aber hier gibt es keine Wiederholung. Ob der Force India eigentlich eine Strafe bekommen hätte? Glaub nicht. Er ist uns ja nicht wirklich drauf gedotzt, hat uns ja so beim Einlenken mitgenommen. Ich glaube, das registriert das Spiel am wenigsten. Draufdotzen mit Überschuss, ja, aber so. Hat uns irgendwie mitgerissen, so mitgezogen. So im Vorbeirennen mitgezogen, nicht irgendwie jemanden, der steht, über den Haufen gerannt. Nee, so nicht. Ich glaube, da hängt's. Daran hängt's. Das wird eine Aufgabe. Mit den Ultras. Ah, ich fahre zwei Runden. In der zweiten Runde sind die Reifen etwas wärmer. Ich bleibe mal bei 15 Kilogramm. Zur Not fahre ich drei Runden, dann fahre ich die roten im Rennen etwas länger. Motor. Hat jetzt richtig zu tun, aber ich vor allem. An mir liegt's. Bestenfalls die 1.14.8 schlagen. Und dann hoffen, dass die nicht zu sehr schummeln. Diesen meisten Vorsehen der vor uns gar nicht schlecht. Letzter Bericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten. Wetter schaut freundlich aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Also in Q1. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Jetzt warte ich mal, damit Jeff das auf jeden Fall versteht, aber die Sprüche von uns zu ihm, die kommen ja immer durch, aber andersherum nicht so ganz. Also die Linkskurve noch abwarten und dann ist Jeff leise. Jeff sei leise. Verstanden, geht in Ordnung. Gerade auf der Vorderachse. Gucken, was in Q3 ist. Womöglich ist die Strecke dann noch etwas wärmer und die Sonne guckt mehr raus. Aber ich werde es einfach mal sehen.
müssen die nächsten beiden Runden sitzen. Wenn es eine Super-Duper-Zeit wird, dann wird es nach einer Runde abgelegt als Q2. Kann ich mir aber gerade nicht vorstellen. Soweit so zufriedenstellend. War schon in Ordnung. Wieder zweit nach außen, Mann. Mist. Na, die nächste Runde kommt noch. 14er jetzt schon. Ach du Kacke. Ja, im vierten kann ich da knicken. Jetzt bin ich auch zweit in, das gibt's doch nicht. Im zweiten Gang. Okay. Und wird abgebrochen, wir machen es gleich nochmal. Mehr Schwung mitnehmen. Schade, langsamer. Mal kurz wieder schneller. Mal wieder langsamer und schneller. Alle vier Räder Mist. Letzte Sektor hat sich gar nicht schlecht angefühlt. Eine halbe Sekunde schneller. Jawohl, wieder eine 14.8. Okay, das lassen wir mal so stehen. Besser wird es jetzt wohl nicht mehr. Und noch eine vierte Runde will ich den Reifen nicht aufzwingen. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 14,4. Na, ob das reicht? 14,4 ist aber auch nicht so schnell. Tja, jetzt ist die Frage, bin ich einfach besser gefahren oder die erhöhte Streckentemperatur? Oder finde ich die Lieder denn doch etwas besser? Was ich mir noch vorstellen kann, ich war ja schon im freien Training erstaunt, wie warm die Futterreifen geworden sind nach nur wenigen Runden. Vielleicht wenn die dann... Nee, zu warm kann ich mir nicht vorstellen. Zu warm für meinen Geschmack, aber insgesamt zu warm.
Also allgemein zu warm, nicht bloß für mich persönlich. Nee, es ist bloß eine Vermutung, aber ich glaube, ich lasse die wieder fallen. Ich werde nochmal in Q1 gucken sollen, was die Reifen runter hatten. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Ich sehe gerade. Ich bin da vorhin auch eine 1.14.8.3 gefahren. In Q1 war das eine 3.6 oder auch eine 3.4? Ich wüsste es gerade gar nicht, habe ich mir nicht gemerkt, aber das war irgendwas in dem Dreh. Zeiten gucken. Mittelsektor unser Sektor, erster Sektor Perez Heimspielsektor, letzter Sektor Hülkenberg Sektor und Hamilton, der hat gar keinen besten Sektor, ist aber mit fast 2 Zehnteln Vorsprung auf der 1. Der Mittelsektor macht es bei ihm möglich, Sektor 1 und Sektor 2, an Sektor 1 sogar besser als Hülkenberg, in Sektor 3 ist er ein Hauch langsamer. Und im ersten Sektor ist er auch nicht viel langsamer als Perez. Und damit sind dann 2 Zehntel vorne, weil wir im Mittelsektor ganz schnell sind. Aber Hamilton ist auch nicht weit weg. Und dafür lassen wir halt Zeit im ersten, aber ganz besonders im letzten Sektor liegen. Dabei war ich jetzt mit meinem letzten Sektor ganz zufrieden. Dennoch 3 Zehntel Abstand. Keiner fährt eine 18er Zeit. 5, ja, aktuell wären wir gerade so weiter, aber... Kimi ist da hinten noch. Aber auch keinen Bock auf den Rosas, das Rennen zu fahren. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber... Hülkenberg macht links Lärm. Die, die vor uns sind, muss ich ja eigentlich nicht hier gucken wegen Zeit. Eher die hinter uns sind. Ob die gerade auf einer schnellen Runde sind? Ja, also jetzt werden die Sprünge wieder etwas kürzer beim Vorspulen. Was sind wir weiter? Grosjean mit der Beste im letzten Sektor. Eine 18.5 auf einmal, ja. Gerade Grosjean. Kein Force India, wo man das noch am ehesten verstehen kann, ist es Grosjean. 27.5 auf einmal zaubert auch Hülkenberg im Mittelsektor. Aber Hamilton hat es ja auch geschafft, ohne Vorspulen da schnell zu sein. Also ganz nebenbei. So, die letzten 5 Sekunden lass mal laufen. Aktuell sind wir weiter. Hintergerutscht aber noch drin, ne? Jo. Ausgeschieden. Oh, 3 Franzosen, die 3 Franzosen hintereinander. 2 davon sind ausgeschieden. Ocon, Pierre Gasly und auch Kimi. Sirotkin, 14. Startplatz, klingt ja wunderbar. Und Brandon Hartley ist auch raus. Ja, allzu viel Abstand hatten wir nicht. Zumindest auf Grosjean. Von Grosjean zu Ocon ist ja wieder ein Stück. Vettel auch auf Lilas, sehe ich gerade. Der Rest auf Rosas. Wir und Vettel gleiche Strategie? Fragezeichen. Womöglich. Mexiko. Und Q3. Ich werde nicht drei Runden am Stück. Das macht der Strom nicht, vielleicht nicht mit. Ich bleib mal bei 15 Kilogramm, ja. Aber stromtechnisch muss ich vielleicht nach 2 Runden der Pause einlegen. Muss ich nochmal im Auge behalten. Ich muss die Reifen noch ändern. Ich hätte gerne Q3-Reifen. Alles klar. Hülkenberg macht sich auch bereit.
das mit der Paul heute was wird. Mal gucken. Jetzt sind die Bedingungen ja ganz anders als in Q1. Mit dem Wetter. Ob das was abmacht? Ausmacht? Abmachen. Jeff, sei leise. Geht in Ordnung. Wetterbericht. Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. So, jetzt wollte ich immer nur schnell fahren, ohne das Lenkrad zu groß einzuschlagen. Hülkenberg auf der Strecke hinter uns. Also vor allem auch die Kurven hier schneller nehmen, nicht so langsam hier durcheiern. 87 Grad auf der Vorderachse. Nee, Reifen sind kälter. Vor allem der unbeanspruchte vordere rechte Reifen. Mal weiter im Auge behalten. Wie viel Strom hier rausgeht. Auf dieser Geraden. Ja, locker 30%. Das geht noch besser. Muss auch besser. Hülkenberg kommt, glaube ich, ran. Alles andere würde mich aber auch wundern. Jetzt noch der letzte Sektor. Ah, zu früh gebremst. Kurve zwar ganz gut erwischt, aber da muss ich zackiger sein. Hier auch wieder zwei da außen. Eine 14,9. Hülkenberg, machst du jetzt lila? Nee, er fährt nicht auf die 1. Dabei braucht das Hülkenberg doch ganz zwingend diese 1. Na, das Gas geben war jetzt blöd. Dachte eigentlich nicht, aber dann habe ich es doch gemerkt. Es war blöd. Es war auch blöd. Die Runde breche ich ab. Stromtechnisch. Der Berg wird abbiegen, ja, biegt auch. Und die Runde beginnt schon mal schneller. Einfach so mal 200. Noch 3 Zehntel Vorlauf. Immer noch 13. Vierzehntel. Mit 13 haben wir das halt nicht mehr. Und für 2000, scheiße.
eine Runde Strom sparen. Dann können wir vielleicht nochmal zwei Runden durchziehen. 14,7, also die bisher beste Zeit an diesem Rennwochenende. Aber eigentlich müssten 14,3 werden, wenn wir die Q2-Zeit und die Reifen runterrechnen. Die Strecke ist gerade frei, weil die alle in der Box sind. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,14. Kommt vorbei. Na, wieder zu spät. 14,2 oder 3, auf jeden Fall eine halbe Sekunde in etwa. Das ist heftig. Ich frage gleich nochmal. Schnellste Runde insgesamt. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1 Minute 14,2. Ja. Start das Teamkollege. Nico ist derzeit auf P2. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,14,3. Können wir aber auch noch ran an Hülkenberg. Wenn ich meine Runde einfach mal rund und schnell beende. Kann ich beim Ausgang jetzt noch schneller sein? Das wäre schön. Jawohl, jetzt schon 200stel. Aber jetzt mal wieder nur 100stel und fast wieder zeitgleich. Ah, Mist. Kurve verpasst. Gleich mal unnötiger 13. Rückstand. Und Wagen rutscht. Die Runde kann ich abbrechen. Sagt der Sprit 4,4, okay. Schade, ist die Strecke noch frei. Ich kann sie gerade nicht nutzen. Reifen werden ja auch nicht besser. So, Ausgang, Ausgang. Aber vorhin besser. Auch ohne Randstein. Jetzt habe ich mal noch vier weiter reingebremst, selbst nach der Kurve. Mehr Geschwindigkeit rein, dafür halt länger auf der Bremse gestanden, jetzt endlich einen Rückstand. Da blinkt es oben aber mächtig. Vom Gas gegangen. Hauptsache, wir können ein Stück weiterfahren. Die Runde doch noch schneller. Aber die nächste beginnt auch gut, glaube ich. Jawoll. Verbessert und noch eine neue Runde. Immerhin noch immer noch Sechster. Oder vorne ist Mercedes. Fahr ja schnell, du. Für uns wird es voraussichtlich die letzte Runde sein. Kurve nicht geopfert, Mist. Wieder so blöd rein. Geben die Reifen so langsam auf? Der Strom reicht, wage ich zu bezweifeln. 30% von ihm auf der Geraden.
Oh, zu viel anstellen. Aber schneller ist die blöde letzte Runde, aber jetzt hier blöd rausgekommen. Mann. Jetzt sein wollte ich nicht, sag nichts mehr. Also aktuell die drei Hülkenberg vor uns. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 14,2. Wäre drin, aber da hätte ich wirklich meine Runde richtig beenden müssen. Machen wir es gleich so. Kommen ja ein paar Autos. Nein, ich werde noch keine Donuts drehen. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Oh nein, jetzt geht mir die Strecke aus. Schnell weg. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Wie auf der 4, Vettel auf der 3, Bottas gerade auf der 5. Dann gibt's im Rennen was zu tun, ob jetzt beim Start oder in den darauffolgenden Runden oder mit einfach weniger Boxenstops. Vettel hat ja auch die lila Reifen beim Start drauf, das werden wir einfach mal sehen. So ärgerlich, wie ich die bisher beste Runde im Mittelsektor noch verschenkt habe mit der Rumeierei. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Hamilton, Hülkenberg und Sebastian Vettel. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Die drei Deutschen, die sind wieder hintereinander, aber Hamilton steht vor denen. Hamilton auf der Pole, dann Hülkenberg, Vettel, wir, Bottas, Perez, Verstappen, Ricciardo, Leclerc und Grosjean. Also aktuell holt Hülkenberg 18 Punkte, wir holen 12, wäre zu wenig. Blöde Hochrechnerei. Lass mal gleich wieder sein. Im Qualifying sind wir schon mal nicht davon gefahren und beim Start haben wir die härteren Pneus drauf, also Kurve 1 ist weit weg. Also erstmal Platzverlust. Zumindest kann ich mich darauf gefasst machen. Die Gerade hilft dann mit Windschatten womöglich wieder ein wenig, aber die Ausgangslage ist erst einmal nicht so gut. Anders als in der Fahrer-WM. Da ist sie vorzüglich. Und wie gut die Situation nach dem Rennen aussieht, habe ich in 36 Runden in der Hand und unterm Fuß. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.